Deswegen will ich jetzt sozusagen auch die Zeit nutzen und sozusagen unseren ersten Fall, sozusagen die erste Fallvorstellung aufrufen. Die wird gegeben von der Katrin von Bremen. Katrin ist eine Kollegin hier am Universitätsklinikum in Bonn, Facharzt für Innere und Infektiologin, die hier also ganz in dem Alltag alle Fälle, die es so gibt, am Kämpfen ist und uns, glaube ich, einen ganz, ganz interessanten Fall mitgebracht hat. Katrin. Ja, hallo aus Bonn, und vielen Dank, für die Möglichkeit, dass ich hier einen Fall vorstellen kann, eben aus dem Real Life, aus unserer, Ambulanz. Und zwar handelt es sich hier um einen 42-jährigen Patienten, der sich erstmal 2019 bei uns in der Ambulanz vorgestellt hatte mit der Erstdiagnose einer HIV-Infektion im Jahr 2004, damals in einem fortgeschrittenen Stadium, CDCC3, mit einer Pneumocystis-Pneumonie eben im Rahmen der Erstdiagnose und an weiteren infektiologischen Nebendiagnosen, Zustand nach mehrfacher Lues und rezidivierende anale interepitheliale Neoplasien, Grad 2. Was aber weiter noch interessant ist beim Patienten, dass eigentlich eine Angststörung besteht mit rezidivierenden Panikattacken, die insbesondere dann eben bestehen, wenn es um die Einnahme der HIV-Medikation besteht. Sämtliches Tablettenschlucken bereitet ihm ein Globusgefühl mit teilweise Erbrechen, massiven Reflux, sodass der Patient sogar aufgrund von starken Erbrechen teilweise stationär aufgenommen wurde. Und weiter noch zu erwähnen, auch eben doch ein gelegentlicher Konsum von Noxen wie Kokain, Poppers und auch Crystal in der Vergangenheit. Der Patient, der stammt ursprünglich aus Brasilien und brachte dann auch erstmal folgenden Zettel mit, den man dann auch erstmal so ein bisschen entziffern musste. Was man aber unten schon irgendwie sieht, ist, dass die Helferzellen relativ niedrig waren und eine Viruslast da war. Und wenn man sich so anschaute, konnte man halt sehen, dass der seit der Erstdiagnose, wie gesagt 2004, mittlerweile so auf seinem Gutachten, Regime war. Angefangen eben auch, dass er AZT hatte, dann frühzeitig eben Protease-Inhibitoren dazu. Um 2015 hatte man versucht, ihn mal mit Integrase zu behandeln. Und zum Vorstellungszeitpunkt bestand die antiretrovirale Therapie aus Symtusa plus eben Ratiogravir. Und dann waren wir natürlich gespannt, was unsere Laborergebnisse ergaben. Und wie gesagt, zum Zeitpunkt unter der Therapie, wie er sagte, mit Symtusa und Ratiogravir, lag die HIV-RNA bei knapp 20.000 Kopien mit einem reduzierten Immunstatus von 234 Helferzellen, 11% entsprechend. Hinweise auf eine HBV-HCV-Co-Infektion hatten wir damals nicht. Es bestand eine durchgemachte Hepatitis B-Infektion mit einem isolierten Anti-HBC. Man hat sich natürlich gefragt, warum hat er eigentlich so viele verschiedene Regime jetzt eigentlich schon gehabt? Sind da irgendwie Resistenzen? Und in der Resistenztestung, die wir gemacht haben, konnten wir sehen, der hat keine Resistenzen im Bereich der NRTI oder auch NNRTIs. Integrase auch keine Resistenzen. Und wenn man sich die Protease-Inhibitoren anschaute, war eben eine L90M darstellbar. Das muss ich ja wahrscheinlich gar nicht viel weiter aus führen, als dass wir wissen, dass hier eine Resistenz eben dann besteht, bis auf eben die Gabe von Darunavir und dem Tipranavir. Und wie gesagt, in der Vergangenheit hatte er halt Nelfinavir zumindest schon erhalten. Wir haben dann nochmal weiter gegraben und das war dann eine externe Resistenztestung, die eben auch die L90M zeigte. Und dann tauchte aber hier unten auch noch der Satz aus, ja, die M184V ist nicht mehr detektierbar. Das heißt, das gab es eben anamnestisch auch und war eben aktuell aber eben nicht nachweisbar. Hier nur ganz kurz nochmal erwähnt, was es in dem paneuropäischen Spread-Programm damals eben untersucht wurde, wo man eben sehen kann, dass bei AT-naiven Patienten insgesamt eine niedrige Prävalenz eben von primären Mutationen besteht. Aufgrund der Historie sicherlich noch am meisten eben im Bereich der NRTIs-Mutationen bei naiven Patienten vorliegen und die Protease-Inhibitoren sind insgesamt aber doch mit einer niedrigen Prävalenz halt vorliegen. Was haben wir mit dem Patienten gemacht? Wir hatten erstmal dann gesagt, wir stellen den jetzt erstmal auf Symtusa um, haben das begleitende Ratiogravir abgesetzt.
Da war aber keinerlei Besserung. Patient immer wieder Übelkeit, Erbrechen. Ich nehme die Tabletten nicht ein. Ich nehme die mal 2 Tage ein. Dann höre ich wieder auf. Dann haben wir noch einen Versuch gestartet und hatten ihn dann mit Bictegravir als Backbone, also auf Biktarvy, umgestellt. Und man sieht jetzt auf den folgenden Folien, dass wir aber hiermit auch leider keinen durchschlagenden Erfolg hatten. Denn man kann einfach über die Zeit sehen, die ja bei uns in Betreuung ist, dass wir bis auf einen einzigen Zeitpunkt mal, kurz nach dem ersten Lockdown, das war einmalig, dass wir, wie gesagt, eine nicht detektierbare Viruslast hatten. Ansonsten, wie man sieht, immer bis fast über 20.000 Kopien. Und gleichzeitig konnte man aber sehen, dass der Immunstatus sich natürlich über den Verlauf dann doch auch eben verschlechtert hat. Und nun war die Frage, was können wir eigentlich tun? Das ist ein unwahrscheinlich netter Patient, der immer zu uns auch kommt, seine Termine einhält, ganz lieb ist, aber er nimmt einfach keine Tabletten. Ja? Und bei abfallenden Helferzellen, mittlerweile verlor der auch zunehmend Gewicht, der hatte ein Sohr, konnte nicht mehr an seinem Alltag richtig teilnehmen, standen wir natürlich so ein bisschen vor der Entscheidung, was machen wir mit ihm jetzt? Und wir haben uns dann dafür, ehrlich gesagt, entschieden, den auf eine IM-Therapie, also Long-Acting, eben umzustellen, obwohl uns natürlich völlig klar ist, dass das off-label ist. Und haben den Patienten dann ab letzten Sommer, haben wir dann mit Cabotegravir und Rilpivirin eben begonnen. Man muss sagen, der ist zügig gut abgefallen, war zu Beginn August schon bei unter 50 Kopien. Und man muss sagen, seit September hält er sich jetzt dauerhaft auf unter 40 Kopien. Es ist klar, es ist noch nicht so lange jetzt behandelt, aber man muss sagen, der Patient selber hat wahnsinnig davon profitiert. Er hat Gewicht genommen, er verträgt das gut, er hat keine Beschwerden mehr, hat keine PPIs mehr etc. und hat eine deutlich verbesserte Leistungsfähigkeit für sich. Der nimmt wieder an schulischen Fortbildungen teil am Alltag, also es hat ihm viel Profit gebracht. Und ich muss natürlich auch noch dazu erwähnen, wir haben natürlich nicht nur Tabletten gegeben, wir haben natürlich auch noch mal endoskopische Diagnostik gemacht, bei dem wir haben ihn vorher, bevor wir ihn umgestellt haben, an die AIDS-Hilfen angebunden, psychosomatisch angebunden, psychiatrisch angebunden. Aber all das hatte leider, wie gesagt, keinen Effekt darauf, dass er dann die Tabletten eingenommen hat. Genau, und wie gesagt, das ist der Stand jetzt unter der IM-Therapie, eben alle 2 Monate. Und ich denke, es sind aber sicherlich ja noch kritische Fragen offen, denn ich muss ja auch mal fragen, kritisch zu sehen, für wen ist eigentlich jetzt so eine Long-Acting-Therapie in IM-Form dann geeignet? Machen wir das wirklich auch bei jemandem, der halt immer wieder auch eine Viremie nachweisbar hatte? Wie sieht es aus jetzt mit einer Resistenzbildung unter Long-Acting, wo wir ja wissen, dass die durchaus eben stattfindet? Welche Optionen würden jetzt zum Beispiel bei dem Patienten jetzt eigentlich bei einem Therapieversagen hier drunter bleiben? Und haben wir nicht sonst vielleicht noch andere Optionen eben für Patienten, die für sich eben eine unmögliche Tabletteneinnahme sehen? Und dann hoffe ich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ja, super. Dann wollen wir erstmal gucken. Fragen. Lila. Muss ich nur unmuten? Du musst. Ja, unmute gefunden. Neuer Computer. Lila Haberl aus Düsseldorf. Ich behandle nicht so richtig HIV-Patientinnen. Ich habe nur so eine Studie gemacht, deswegen bin ich da dabei. Aber ich hatte eine Patientin, wir haben ein Stoffwechselzentrum in Düsseldorf und eine Patientin, die müssen regelmäßig ihre Arginin, irgendwas, weiß ich auch nicht, nehmen, damit die ihren Stoffwechsel aufrechterhalten. Und die Patientin hat zeitgleich eine Essstörung entwickelt. Ganz prima, ganz praktisch. Und die kam dann immer wieder stationär. Wir haben ihr das alles IV gegeben, dann ist sie wieder entlassen und wieder zurück. Und bei uns war dann tatsächlich, wir haben dann auch überlegt, weil es gab eben keine IM-Produkte dazu. Und die Patientin hat am Ende eine PEG bekommen, um eben, das konnte sie dann, das kann man ja auch selbst alles managen und so haben wir das Problem umgangen. Ich musste die ganze Zeit bei den Patienten so an sie denken, weil ich auch die ganze Zeit dachte, boah, nimm doch dieses Pulver, dann können wir doch hier alle friedlich weiterleben, aber das hat sie halt eben nicht gemacht, weil ist halt nun mal auch eine Krankheit. So sind wir da rausgekommen, auch gleichzeitig angebunden an eine Psychosomatik und die ist gerade am Trainieren. So eine PEG kann man ja dann auch irgendwann nicht mehr befahren und dann irgendwann einfach ziehen. Also das nur zu der Frage, was bliebe denn noch, wenn jetzt diese IM-Medikation nicht da wäre oder wenn aus irgendwelchen Gründen das jetzt nicht geklappt hätte, dann ist mir diese Stoffwechselpatientin eingefallen. Das wollte ich nur so reinwerfen. Ja, nee, das ist toll. Vielen Dank für den Fall. Schorsch.
Ja, ich denke, super Fall, weil bei fast jedem Sprit denkt dann jeder, ne? Hatten wir auch schon. Also die Patienten, die tatsächlich die Tabletten einfach nicht nehmen und immer wieder mit so 20.000er Viruslast kommen, dann ist man natürlich irgendwann auch geneigt, so haben wir das früher natürlich auch gesagt, sollte man das nicht einfach weglassen, ne? Also fördert man nicht eine Resistenzentwicklung, wenn man die ganze Zeit den Wildtyp dann da sieht und dann, wenn die es dann doch nehmen oder unregelmäßig und andersherum sind eben 10 Jahre keine Resistenzentwicklung wieder der Beweis dafür, dass nichts passiert ist. Manchmal frage ich mich, was machen die mit den Tabletten? Und natürlich haben wir auch eine Patientin gehabt, erinnere ich mich, die eine PEC bekommen hat. Ne? Also schwer, Late Presenter, schwer krank, kriegt eine PEC aus anderen Gründen und dann Aversion gegen Tabletten und ist jahrelang dann da darüber und dann hat sie es irgendwann doch hingekriegt. Und die andere Alternative ist Mörsern, ne? Also Tabletten. Erst machen wir Fixdose-Kombinationen, da gibt es Studien auch dazu, musste ich immer lachen. Da wurde untersucht, ob wenn man die wieder zerbröselt, ob die Pharmakokinetik genauso gut ist. Ist sie häufig, ja. Aber es ist auch keine echt gute Lösung. Ne? Also die meisten Patienten, also die wenigen, wo das Problem ist, nur wenige kommen auch damit dann hin. Und ganz ehrlich, ganz zum Schluss schmunzeln musste ich. Einen Fall auch dieses Jahr genauso. Und ich habe mich einfach nur gerettet dadurch. Oral Lead-In für mich war eine stabile Therapie. Nach 4 Wochen war die Viruslast unter der Nachweisgrenze. Und dann kann man ja wie im Label wieder switchen auf IM. Ist natürlich auch nicht korrekt, aber. Ja, also ich will nur zwei Sachen dazu sagen, weil ich das wichtige Punkte finde. Also der Patient kam ja mit Symtusa und Raltegravir und wir haben das Raltegravir abgesetzt, obwohl der ja viremisch war, haben also die Therapie deeskaliert in der Situation der Viremie, aus genau dem Grund, weil die Angst war einfach, dass wenn er eine Resistenz entwickelt, dann entwickelt er die gegen Raltegravir, weil das ist ja dann sehr wahrscheinlich bei der Form, wenn er es nimmt natürlich. Deswegen, das war uns zu hoch im Risiko. Also wichtig ist, dass man diesen Konstellationen möglichst dann mit Kombinationen arbeitet, die eine hohe genetische Barriere haben, wo zumindest wenn repliziert, möglicherweise keine Resistenz entsteht. Und hier war das andere ja nochmal, der ist ja komplett aus dem Label, weil wir haben auch kein Oral Lead-In gemacht, weil ich gesagt habe, wenn er ein Oral Lead-In nimmt, ne, dann und bei den sensiblen Substanzen, das klappt nicht, dann wird er auf jeden Fall resistent. Dann haben wir alles vergeigt, wir haben nur eine Chance und müssen das im Dreck spritzen. Das ist natürlich gegen alle Beipackzettel dieser Erde, aber zum Glück hat es ja geklappt. Jetzt kommt der Rolf und dann die Annette. Ja, ich hatte noch einmal eine Frage zu einem Resistenztest oder Resistenzmutation. Das ging mir ein bisschen schnell bei diesen Patienten. Wollte ich doch mal nachfragen, ob da was gemacht worden ist. Wäre die eine Sache. Und das andere ist, das sind ja keine prinzipiell neuen Probleme. Wir haben dann auch zusammengesessen bei manchen Patienten und überlegt, wenn die jetzt dies und das und jenes und alles funktioniert nicht richtig. Und da war dann das gute alte Trizivir eine Maßnahme, also Trizivir, Tenofovir zu geben, über eine gewisse Zeit, wann dieser Patient dann auch wieder, ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt formuliert, stabil war. Jedenfalls ist unter diesem nur Nux trotz Resistenzmutationen die Viruslast nicht abgeraucht, sondern hielt sich zwischen 2000 und 5000 Kopien in der Regel. Und zwar das über ein, 2 Jahre. Und es war immer eine Zeit, wo man diese Patienten auch entsprechend wohl dann von klinischer Seite wieder eingefangen hat. Also das waren auch Möglichkeiten, dass man solche Regime eingesetzt hat, wohl wissend, dass man damit auch Resistenzen kreiert. Aber die waren dann eben nur gegen die Nukes. Und die anderen Klassen blieben noch unversehrt. Also was der Rolf andeutet, ist, dass es manchmal Situationen gibt, wenn entweder Therapien nicht richtig eingenommen werden können oder auch bestimmte Resistenzkonstellationen da sind, dass man sich sozusagen entscheidet für eine Therapie, die zwar nicht zu der kompletten Suppression führt, aber möglicherweise zumindest das Ansteigen der Viruslast und die Progress der Erkrankung, das klinische Risiko für eine AIDS-Manifestation deutlich verringert. Ich glaube, hier bei dem Patienten ist es so, dass der hatte also eine L90M, also eine PI-Primärmutation, wobei unklar ist, ob das jetzt unter dem Nelfinavir, weil da kennen wir sonst ja auch die D30N. Das L90M ist so also eine typische Saquinavir-Mutation, das ist aber eine Substanz, die er selber nicht bekommen hat. Also es könnte auch eine Primärmutation sein, das wissen wir nicht, weil wir den initialen Resistenztest vor Therapieeinleitung nicht kennen, beziehungsweise gegebenenfalls auch in Brasilien nicht gemacht wurde. Und es gibt Hinweise auf
einen Resistenztest, der uns aber nicht vorliegt, wo mal eine M184V da war. Aber bei vielleicht fehlendem Einnahme oder fehlendem Selektionsdruck, die dann bei für Virusreplikation ungünstig dann verschwunden ist. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass man immer daran denken muss, dass eben Mutationen, die in einem Resistenztest gefunden werden, auch immer im Zusammenhang mit der eingenommenen Therapie gesehen werden müssen. Also wenn man vor 2 Jahren oder 10 Jahren mal eine K103N hatte oder eine 184V, muss es nicht unbedingt sein, dass die dann 10 Jahre später, wenn diese Medikamente nicht mehr eingenommen werden, noch unbedingt gleichermaßen zu sehen sind. Richtig, nicht alle Mutationen sind gleich und gerade die 184er-Mutation ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Patient wenigstens ein bisschen Medikamente nimmt. Wenn er gar keine nehme, wäre auch die 184 weg und die verschwindet auch über die Zeit. Das ist ja auch durchaus ein Argument zu überlegen, wieder die Zweifachtherapie, Dolutegravir mit 3TC zu überlegen, wenn es entsprechende Unverträglichkeitshinweise gibt, sowas einzusetzen, obwohl der früher vor 10 Jahren mal dokumentiert so eine Mutation hatte. Aber das kann man wieder, denke ich mal, durch andere Regime auch wieder einfangen. Und man darf auch nicht vergessen, das wollte ich vorhin schon sagen, nicht jeder Patient ist gleich. Wir hatten ja in dem Heft hier, also die Hauspostille für die deutschen HIV-Behandler, Hiv and More, diesen Fall von 2 Patienten. Der eine war überhaupt nicht unter Nachweisgrenze zu kriegen und der Partner mit dem identischen Virus hatte eine funktionierende Therapie und erst die Kombination von Fostemsavir mit Ibalizumab hat auch diesen Patient eingefangen, die Viruslast eingefangen und der ist dann entsprechend ein halbes Jahr später deeskaliert worden. Also der hat auch sowas gebracht. Und hier mit dem Cabotegravir, das wäre genau die Lösung. Ja, das würde ich auch nochmal befürworten, auch aus virologischer Sicht. Ups, super. Annette. Ja, 2 Dinge. Also zum einen wollte ich noch den Kommentar abgeben, dass bei diesem Patienten wahrscheinlich auch eine suboptimale Therapie oder wie auch immer die ausgesehen hätte, oral nicht funktioniert hätte mit seiner Angststörung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Katrin, hat das bei dem ja nie geklappt mit der oralen Einnahme. Das war ja hier die Besonderheit und die Lösung war eben was diese orale Einnahme eben umgeht. Aber Katrin, was ich dich fragen wollte, ich wollte nämlich die Gelegenheit nutzen, wenn wir den Moment noch haben, mal deine Meinung zu hören. Der Jürgen hat schon verraten, ihr habt euch orales Lead-In geschenkt. Ich bin heute gefragt worden, eine schwangere Patientin mit 900.000 Kopien, die eine Integrase-Therapie bekommen hat von der Kollegin, die nun so gar nicht funktioniert hat, obwohl die Patientin sagt, sie hat alles genommen. Der Medikamentenspiegel war 0. Und jetzt hat mich die Kollegin gefragt, was ich denn davon halte, wenn sie eben jetzt auf IM umsteigt. Das ist ja erstmal bei den Schwangeren sogar kein großes Thema. Natürlich ist die nicht unter der Nachweisgrenze mit 900.000. Das wird man auch mit dem Oral Lead-In nicht schaffen in 4 Wochen. Aber die Frage ist, Katrin, würdest du da direkt mit der Injektion reingehen oder hätte man bei einer Schwangeren doch so die Sorge, ach Mensch, hoffentlich verträgt die das, beim Rilpivirin jetzt nicht, aber beim Cabotegravir haben wir so keine Erfahrung. Wie würdest du bei einer Patientin, die auch nichts nimmt, scheinbar da ein Problem hat, die selber wohl auch gefragt hat, ob es das nicht auch als Spritze gibt, die HIV-Therapie, wie würdest du das so jetzt angehen? Ja, würde ich auch sagen, ehrlich gesagt, ich finde das total schwierig, weil du willst sie ja natürlich schnell supprimieren, die Frau, und aber jetzt das jetzt eigentlich anzuwenden, jetzt unbedingt bei einer Schwangeren, muss ich sagen, würde ich mich, glaube ich, jetzt erst noch direkt schwer tun, glaube ich. Mit meiner Expertise muss ich dazu aber auch sagen, vielleicht. Also. Jürgen, was würdest du machen? Also ich glaube, man muss ja immer dann bedenken, dass Medikamente eine andere Pharmakinetik in der Schwangerschaft aufweisen. Da haben wir sogar Daten zum Cabotegravir. Das sieht gar nicht schlecht aus. Mir geht es jetzt nur darum, wie kriegen wir es jetzt am taktisch klügsten in die Frau rein. Es ist außerhalb des Beipackzettels. Ja, das sowieso. Ach, alles. Bricht mit allem. Ach, da sind wir auf der sicheren Seite. Da passt nichts. Genau, also ich täte mich da sehr schwer. Das ist ja eine besondere Situation, wo es ja nicht nur um die Suppression der Mutter geht, sondern also auch im Sinne natürlich der Übertragung auf das Neugeborene und wenn da jetzt Mutationen entstehen, also da wird man sich wirklich wahnsinnig schwer tun und die Frage ist,
Ist der Spiegel wirklich null, weil sie es nicht nimmt? Oder ist also, der Spiegel, gibt es da so eine, weil es war ja auch durchaus. Also null ist wirklich. Null ist null. Also ich habe jetzt salomonisch gesagt, vielleicht so 2 Wochen mal einfach probieren, ob das, na, ob sie es wirklich verträgt und ob sie es dann auch überhaupt nimmt. So wirklich sehr kontrolliert und so schnell wie möglich dann auf IM, weil wir laufen sonst auf eine vertikale, ein hohes Risiko einer vertikalen Transmission aus mit passender Myelin. Also wenn Adherenz das führende Merkmal ist, dann würde ich mich. Also so haben wir uns ja auch bei dem Patienten entschieden, würde ich mich ehrlich gesagt auf eine Nicht-Overlead in sicherer fühlen, wenn ich es einfach alle 4 Wochen spritze. Ich hatte halt Sorge, vielleicht verträgt die irgendwas nicht. Ich weiß auch nicht, in der Schwangerschaft, wenn das einmal unterm Fältchen ist. Ja. Egal. Ich nehme das mit. Ihr habt mir schon mal geholfen. Schorsch. Nur ganz kurz. Also ich würde ja auch aufgrund der Resistenzergebnisse hier und jetzt keine 184 V derzeit denken, der hat keine Medikamente genommen. Weil es gibt keine Resistenzmutation über die Zeit. Und nochmal zurück, ich stehe dann echt vor der Frage, soll ich jetzt einmal die Verordnung mal aussetzen und lass sie noch einfach mal 3 Monate nichts nehmen, weil ich frage mich immer, wo landen diese Tabletten? Kostet ja auch alles Geld. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, ist die Viruslast dann wirklich höher, wenn er mal wirklich nichts genommen hat? Also so im Alltag ist das für mich schon immer wieder eine Frage. Ja, ich darf nur daran erinnern, dass dieser Patient ja schon eine PHP hatte. Ne? Schon klar, aber der nimmt seit doch jetzt, ich weiß nicht, Monaten, Jahren nicht die Medikamente ein. Ja, der nimmt mal 2, 3, dann hört er wieder auf, dann nimmt er nochmal. Also das war wirklich, das konnte man nachvollziehen. Er hatte kein Problem, Psychopharmaka zu nehmen zwischenzeitlich oder sowas. Ne? Das ist nicht so Problem. Es geht rein. Um die ART bei ihm. Also das war sein Problem. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, gleich weiter, aber ich will nur noch hier, Anna Eichenberger zeigt auf, geben wir eine Chance geben, Ihre Frage zu stellen. Hallo, hier ist Anna aus Bern. Merci für den Fall, das war echt super. Kurze Frage noch, ihr habt dem das alle 4 Wochen oder alle 8 Wochen gespritzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und ja, die erste Gabe nach 4 Wochen, da, also die erste zum Tag 0, dann 4 und dann ist es ja alle 2 Monate, wie gesagt, vorgesehen. Das ist eben meine Frage, oder? Es gibt ja die Daten von der Atlas-Studie, oder? Die jetzt beim CROI auch vorgestellt worden sind, dass es noch etwas höheres Risiko ist von Failure und Resistenzbildung bei Q8-Wochen. Genau, also wenn ich das, also ich würde ehrlich gesagt bei so jemandem, wenn ich das nochmal neu zu entscheiden hätte, würde ich sicher die ersten 3 Male das alle 4 Wochen geben. Okay. Meine und fast auch werden das jetzt also Vorgaben. Ja. Einfach deshalb, weil das Risiko ja schon erhöht ist, weil er ja viremisch reingeht und nicht in der Situation der Suppression. Ich würde am Anfang sicherlich erstmal 4 Wochen bestehen. Okay, weil ja dann auch die Frage ist, wenn er, angenommen, er kriegt eine Resistenz, was machen wir dann? Oder was? Ich wüsste überhaupt nicht, was dann noch wirklich offen wäre. Genau, vielleicht könnte er das noch eruieren. Genau, das ist dann ganz schwierig, weil dann sozusagen wir natürlich vor dem Dilemma stehen, dass er dann wieder auf eine orale Therapie umstellen muss, die vorher nie funktioniert hat. Ich glaube schon, dass von den Mutationen her hat man dann mehr im PI-Bereich, auch mit der L90M, darunter wieder noch einzusetzen. Auch im NRTI-Bereich hätte er ja bei fehlender Einnahme jetzt in der NRTI-Integrase-Therapie Chancen. Man könnte auch Dolutegravir 2 täglich geben, man kann auch Dorabrin geben. Also es gibt noch Optionen, aber die Frage ist natürlich, wenn das alles vorher nicht genommen hat, wie wird er denn jetzt ein komplexes Mehr-Tablettenregime nehmen? Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, dann nur noch mit Alternativen, und da kommt die Beck wieder rein, aber schwuler Mann, der sexuell sehr aktiv ist, glaube ich, ist mit der Beck erstmal nicht so zu begeistern. Gut, die Zeit drängt, wir müssen weitergehen. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Fall. Der gibt uns auch ein bisschen vielleicht Hintergrund, was machen wir bei jemandem mit mehreren Mutationen. Ich darf Malte Monin vorstellen, der auch bei uns in der Ambulanz arbeitet. Ein engagierter Facharzt in unserem Team, der alles macht, alles möglich macht, alles weiß und jetzt hier einen super Fall hat. Dann also auch von meiner Seite, Entschuldigung für den holprigen Start, aber vielen Dank für die Einladung. Auch ich möchte einen Fall vorstellen hier aus Bonn. Etwas anders geartet. Der Patient nimmt seine Medikamente ordentlich ein. Es geht um Herrn Ö, der 1973 geboren ist und damals unter einer Hämophilie A gelitten hat und leider dann durch die Substitution des Faktors 8 sich sowohl mit HIV als auch mit HCV infiziert hat. Die HIV-Infektion wurde 1985 diagnostiziert im Stadium CDCB3 mit 163 Helferzellen, entsprechend 14%
und einer Viruslast von 3450. Hinsichtlich der HCV-Infektion wurde ein Genotyp GT1A festgestellt. Leider ist es eben zu einer Chronifizierung der HCV-Infektion gekommen. Es ist dann ein Therapieversuch mit pegyliertem Interferon und Ribavirin gestartet worden, der allerdings missglückt ist, sodass sich im Verlauf eine Leberzirrhose leider entwickelt hat mit Ausbildung von Ösophagusvarizen, die auch immer mal wieder geblutet haben, Aszitis und rezidivierenden Episoden von hepatischer Enzephalopathie, sodass insbesondere aufgrund der Blutungen, die letztlich nicht mehr gut zu kontrollieren waren, 2004 eine Lebertransplantation erfolgt ist. Da war ganz glücklich, dass zumindest die Hämophilie A gewissermaßen geheilt wurde, dass eben der Faktor jetzt produziert werden konnte. Aber wir erinnern uns, es hat ja nicht geklappt, die HCV zu eradizieren. Kam es dann eben dazu, dass es eben zum erneuten fibrotischen Umbau der Leber gekommen ist, sodass man Posttransplantationen erneut einen Therapieversuch gemacht hat, eben unter Hinzunahme von Amantidin. Und glücklicherweise konnte dadurch eine Ausheilung erzielt werden. Jetzt habe ich irgendwie ganz viel zur HCV-Infektion erzählt, aber eigentlich soll es ja um die HIV gehen, da kommen wir dann jetzt zu. Die aktuelle Medikation, die der Patient hat, ist das Darunavir, was er zweimal täglich einnimmt, geboostert mit Ritonavir, auch zweimal täglich. Dann das Raltegravir, was er zweimal täglich nimmt und dann die Kombination auf FTC und TAF einmal täglich. Und wenn man hier sich das anschaut, kann man schon darüber nachdenken, dass eventuell die Resistenzsituation schwierig sein könnte mit der aktuellen Medikation. Als Co-Medikation muss er eben wegen der Lebertransplantation das Cyclosporin einnehmen, dann Ursofalk und noch einen Magenschutz. Unter dieser Kombinationstherapie ist aber erfreulicherweise seit Jahren schon eine virale Suppression erzielt worden. Hatte zwar auch jetzt mal zuletzt so einen Blip von, das waren ungefähr 90 Kopien, aber prinzipiell sind wir da sehr zufrieden und spiegelt sich eben auch in der CD4-Zellzahl wieder. Die unduliert zwar auch so ein bisschen, ist aber so um die 400 Zellen, entsprechend 30%, sodass wir da eigentlich sehr zufrieden sind. Auch die anderen Organfunktionen sind zufriedenstellend. Jetzt das letzte Mal war das Kreatinin so ein ganz bisschen angezuckelt. Aber wenn man sich insbesondere die Leber anguckt, also wir haben keine Cholestase, keine Schädigung der Leber an sich. Und auch die Syntheseleistung der Leber ist eigentlich, muss man ja sagen, sehr zufriedenstellend. Wenn man sich jetzt auch bei dem Patienten die antiretrovirale Vortherapie anschaut, jetzt bin ich ja noch nicht ganz so lange im Geschäft, könnte man sagen, aber da kann ich auf den Vortrag ja von Professor Behrens gut zurückkommen. Hieran sieht man ja eigentlich auch gut die Historie, eben dass man eben erstmal eine Einfachtherapie hatte von 1994 bis 1996 mit dem NRTI, dann eben eine Zweifachtherapie, dann die Hinzunahme eines Protease-Inhibitors, dann mit der Boosterung und schlussendlich eben mit einem Integrase-Hemmer. Und das seit 2016 ist er jetzt eben auf dem Regime, was ich eben vorgestellt habe. Dann könnte man jetzt ja eigentlich sagen, wo ist jetzt das Problem, wenn die HIV-Viruslast ja gut supprimiert ist, die Helferzahl in einem ordentlichen Bereich liegt, wir haben eigentlich gar kein Problem, warum sollten wir was ändern an diesem Regime? Was uns da jetzt ein bisschen in die Quere kommt, ist, dass eben die Übernahme von Mehrkosten für das Descovy leider ab Juli diesen Jahres nicht mehr übernommen wird, sodass wir uns überlegen müssen, was machen wir jetzt mit dem Patienten, wenn der nicht sagt, das stört mich nicht und ich bezahle das einfach aus eigener Tasche. Das nehme ich jetzt schon einmal vorweg. Das ist eben die, wie wir uns das oder Sie sich wahrscheinlich gedacht haben, eine schwierige Resistenzlage. Man sieht eben viele Medikamente, die der Patient hier schon genommen hat. Hier oben hatte er im Endeffekt alle mal irgendwann im Laufe seines Lebens als Medikation dabei.
Und auch hier von einigen wird aber auch Protease, also quasi auch im Bereich der Proteasen, viele Resistenzen. Wie gesagt, die Resistenzsetzung ist von 2007. Der Vollständigkeit halber habe ich dies noch hinzugenommen. Aber wir sind sicherlich von einer schwierigen Situation, um jetzt zu entscheiden, worauf stellen wir den Patienten um. Und genau das wäre die Frage, die wir gerne diskutieren würden, welche Möglichkeiten Sie sehen oder vorschlagen würden. Unsere Überlegungen dazu waren zum einen, natürlich könnte man jetzt sagen, muss man mit der Krankenkasse sprechen, die sollen einfach die Kosten weiter übernehmen. Haben wir aber hier am Standort tatsächlich bisher keine guten Erfahrungen mitgemacht, sondern eher, dass gesagt wurde, nee, das machen wir nicht. Sodass unsere Überlegung war, den Patienten auf die Kombination eben aus Dolutegravir und Lamivudin umzustellen und unter Hinzunahme des Doravirins. Und unsere Überlegung dazu war eben, dass wir wieder uns in Erinnerung rufen müssen, dass der Patient eben das Cyclosporin für seine nach der Lebertransplantation braucht, was eben über das CYP3A, 3A5 verstoffwechselt wird und man eben aufpassen muss. Und wenn man da den Interaktionscheck macht, würde aus unserer Sicht dadurch eben eine wirksame HIV-Therapie gewährleistet sein, die eventuell hier eine Weak Interaction hat oder eben sogar bei dem Kombinationspräparat No Expected Interaction. Aber nichtsdestotrotz wären wir auch für alternative Regime offen. Und ich öffne jetzt einfach mal das Resistenzprofil und kann auch gerne zwischendurch auf andere Folien zurückblättern, wenn Sie mir einfach sagen, worauf Sie nochmal einen Blick werfen möchten. Super, ganz toll, danke. Annette, du hattest aufgezeigt. Genau, ach, guck mal, ich bin auch schon gar nicht mehr stumm. Malte, weißt du, was ich nicht verstanden habe, ist, warum hat er so viele Medikamente gekriegt? Also wenn man jetzt die Resistenz anguckt, kommt die Frage noch viel mehr auf. Also warum hat er überhaupt die Nux jetzt gehabt und PI und Integrasehemmer und jetzt soll er auch also noch das Doravirin dazu kriegen zum eigentlich dualen Regime? So viel ist die eine Frage, wenn doch auch ein Teil davon, also die Nux, die waren jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so wirksam. Und die andere Geschichte, hast du einen Tropismus von ihm? Weil manchmal geht bei solchen Patienten auch das Maraviroc ganz gut noch, wenn die eben CCR5-Tropis-Virus haben. Also tatsächlich lag mir jetzt kein Tropismus vor. Ich habe den Patienten jetzt auch noch nicht so lange in meinem Bereich quasi, beziehungsweise genau. Und ich denke hauptsächlich, dass wir uns darüber eigentlich im Klaren sind, dass wahrscheinlich das Dovato sogar ausreichen würde. Aber wir das doch nicht so richtig riskieren möchten, oder? Was sagen Sie, Herr Rupstro? Wir fragen mal hier Herr Kaiser. Also Herr Kaiser. Ah, da weiß ich, was er sagt. No. Ja, Annette, ich bin ganz bei dir. Maraviroc ist ja meine erklärte Lieblingssubstanz. Es ist tatsächlich eine andere Medikamentenklasse und sehr gut verträglich. Das muss man mal positiv sagen. Dass wir damit so viel gemacht hatten auf diesem Gebiet, ist ja eine andere Sache. Aber hier zu den Sachen, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht erkennen, welche reverse Transkriptase-Mutationen der hat. Also die, da oben steht's. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich glaube, der hat schon vier Tamen. Alles klar. Ja, das ist also schon, also 184er hat er. Das heißt, er hat die Medikamente tatsächlich auch genommen. Aber das ist ja schon ein paar Jahre alt, so wie das aussieht. 2007, ja. Habt ihr eine aktuelle provirale DNA-Testung vielleicht mal probiert? Nee. Wie gesagt, es wäre möglich, dann wüsste man es genauer, was da jetzt diesbezüglich vorliegt, fühlte sich ein bisschen sicherer für das Dovato. Aber auch die Erfahrungen bei 184V mit Dovato sind eigentlich gut. Aber wie Herr Schneeweiß schon seinerzeit sagte, man therapiert ja nicht Statistiken, sondern Patienten. Mhm. Und, genau. Ich will nur sagen, also man muss sich immer klar machen, der hat ja auf jeden Fall eine Dreiklassenresistenz. Und die Idee der Therapievereinfachung
ist jetzt ein bisschen, dass man sich sagt, naja, vielleicht haben wir eine Chance, einmal von dem Proteasem wegzukommen, weil der mit Cyclosporin interagiert, der ist jetzt älter, aber auch andere Co-Medikamente, der hat Isentris drin, also der hat noch keine Integrase-Mutation. Und die Frage ist, sind wir so überzeugt von den Daten, dass wir sagen, obwohl der eine 184V und alle möglichen TAMs hat, ist es völlig egal, mit Dolutegravir alleine und einem resistenten 3-Dizid kommen wir hin? Oder gehen wir nicht noch einen Tuck was anderes? Und das war unsere Idee, wieso wir gerne das Dorabrin, dann hat er 2 Tabletten am Tag. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Therapievereinfachung gegenüber dem, was er vorgenommen hat. Aber ich bin mal gespannt, was der Schorsch zu sagen hat. Der Schorsch würde fragen, also eine Regel sagen die Virologen, nehmen immer die aktuellsten Algorithmen für die Interpretation der Resistenzmutationen, die mal getestet oder gefunden wurden. Hier finde ich ja zum Dolutegravir nichts in der Interpretation. Weder hier, Entschuldigung, Darunavir, weder hier noch in der anderen Resistenzmutation. Und wir wissen, ja, dass Darunavir kann, auch wenn das Tipranavir da unten, das würde mir noch Hoffnung lassen. Ich möchte also eine bessere Einschätzung, wie viel das Darunavir hier zum therapeutischen Erfolg erstmal beiträgt. Dann kann man über 3TC natürlich denken, ja, aber ansonsten, so wie die Annette, warum hatten denn noch Truvada oder TAF an Bord, brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ich würde, also klar, wenn man jetzt sagt, der PI, den hat er ja schon lange, aber man will den jetzt rausnehmen, ich würde sogar im Prinzip sagen, in dieser Situation, warum das 3TC, warum nicht einfach nur TVK und einen Zweitgenerations NNRTI, das könnte reichen. Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, das könnte auch reichen, aber das ist natürlich, sagen wir mal so, wir haben ja einen transplantierten Patienten, ne, der eben alle medikamentöse Entwicklung mitgemacht hat mit der Mono, Doppel-Nu, und man ist einfach sehr nervös, ne, und man möchte wirklich auf jeden Fall sicher gehen und hat sozusagen einfach Sorge, was ist, wenn das nicht klappt. Ne? Dann ist natürlich Holland in Not, der ist sehr compliant, überhaupt keine Frage. Und die Frage ist, braucht er das? Es gibt aber doch viele Studien, die darauf hindeuten, dass die Patienten, die mit einer M184V 3TC nehmen, irgendwie insgesamt höhere Ansprechraten haben, zum Beispiel mit Darunavir aus der Afrika-Studie. Es hat nichts. Ich würde auch sagen, es hat nichts. Das macht die Pille auch nicht größer. Genau, ne? Deswegen, also ich bin da so ein bisschen, da denke ich mir so, dass, also darauf kommt es jetzt gar nicht an. Und die, aber der braucht sich ja keinen TAF mehr. Ne? Und das ist eben der Punkt. Beim Darunavir, hast du gesehen, der hat die zweimal tägliche Dosierung, weil der eben schon eine nennenswerte Anzahl von PI-Mutationen hatte, sodass wir nach dem Darunavir-Beipackzettel, nach den entsprechenden Mutationen uns für die zweimal tägliche Dosierung entschieden haben, um auch. Okay, gut. Davon bin ich ausgegangen, dass er die 5 hat und deswegen höhere Dosierung. Dass da gerade noch ein bisschen zu holen ist, aber kein Pferde, also kein Elefant. Also ich glaube, dass es hier tatsächlich hauptsächlich das Isentris ist, aber wahrscheinlich spielt die 184V vielleicht doch dann da eine Rolle in diesem Regime und ein bisschen Restwirkung Darunavir. Ne? Herr Borch. Oh, Entschuldigung. Ups, so, ich hoffe, man hört mich. Ja. Ja, okay, super. Genau, kann ich total nachvollziehen, finde ich auch eine tolle Idee mit dem Dovato und Doravirin. Wäre man nicht noch sicherer, wenn man jetzt statt 3TC Emtricitabin und Tenofovir nehmen würde, also das heißt Delstrigo und TVK. Genau, das wollen wir nicht machen, weil er eine Krea-Erhöhung hat. Und er im Rahmen der Lebertransplantation Nierenversagen hatte. Sodass eine gewisse Nierenschädigung da ist und wir uns von der GFR nicht trauen, dem auf Dauer TDF zu geben. Ne? Das ist der Grund, wieso der TAF hat. Und das wird jetzt eben durch die Kostenübernahme unmöglich. Also TDF, muss ich sagen, da hätte ich wirklich Sorgen, weil er auch schon mal einen Krea von 1,4 hat. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn der TVK kriegt, steigt das Krea schon mal automatisch. Und dann hängt man immer da mit einem Krea von 1, 6, 7 und weiß nicht, wo die Reise hingeht. Also da wären wir, glaube ich, aus der Sicht nervös. Ne? Rolf? Also das ist auch, Tenofovir TAF ist eigentlich antiviral nicht mehr wirklich wirksam. Der Trick bei dem FTC oder 3TC liegt ja noch darin, dass das für das Virus unbequem ist. Das sehen wir daran, wenn man es rausnimmt, dann revertiert das Virus ja sehr rasch, wogegen die anderen Mutationen ja zum Teil ewig detektierbar bleiben. Ne? Also das heißt, das ist schon unbequem für das Virus und damit ein Argument, das drin zu lassen. Wir haben ja früher häufig darum gestritten,
wo ich gesagt habe, das macht virologisch keinen Sinn. Und du hast gesagt, es ist gut verträglich und das beeinträchtigt die Fitness des Virus. Mittlerweile muss ich mich diesem Argument auch beugen. Wir haben jetzt genügend Daten, das so zu sehen. Also insofern wäre das Argument Dovato plus Doravirin durchaus angesagt, weil das Doravirin ist durch diese Mutationen, die da sind, nicht wirklich beeinträchtigt. Wir haben da einen Fleck gesetzt, einen Warnhinweis, aber es gibt keine Daten, die da wirklich gegensprechen, Doravirin bei diesem Profil einzusetzen. Super, vielen, vielen Dank. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit voranschreitet. Ich muss ehrlich sagen, man vergisst ja auch, wie schnell das da geht. Deswegen, wir wollen ja auch unserer letzten Rednerin hier eine Plattform bieten. Deswegen bitte ich Annette, unsere nächste Rednerin einzuführen. Genau, und das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist die Anna Groh. Sie ist Ärztin bei uns im HIV-Center und das seit einem Jahr. Und das ist auch ihre erste Stelle. Und daraus erklärt sich, dass sie nicht, wie in Bonn jetzt üblich, sie schon Fachärztin ist, sondern sie steht noch ganz am Anfang und ist aber hier sehr engagiert in der Sprechstunde und hat sich auch ein bisschen fokussiert auf das Thema HIV und Frauen, was mich besonders freut. Und deshalb stellt sie jetzt auch eine Patientin vor. Genau, es geht um HIV und Schwangerschaft zwischen Leitlinie und Realität. Das sind meine Interessenskonflikte und los geht's. Im März diesen Jahres stellte sich eine junge Frau aus Rumänien vor, 32 Jahre. Die war zu dem Zeitpunkt in der 20. Schwangerschaftswoche. Sie hat schon einen Sohn, der ist 11 Jahre alt und lebt aktuell bei der Mutter in Rumänien. Er ist HIV-negativ. Die Erstdiagnose erhielt unsere Patientin 2004 nach einer Bluttransfusion in Rumänien. Sie hat ansonsten keine bekannten Vorerkrankungen und lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Der aktuelle Partner ist HIV-negativ. Die Betreuung ihrer HIV-Erkrankung erfolgte bisher in Rumänien. Laut der Patientin hat sie viele verschiedene Medikamente bekommen. Zuletzt waren das TDF und FTC. Im Januar diesen Jahres erfolgte dann eine Erweiterung der Therapie um Raltegravir. Die Patientin konnte aber auch nicht genau sagen, wie das zustande kam, aber sie sagte, dass sie die Therapie täglich einnehme. Wir veranlassten also zuallererst ein Labor. Da zeigte sich dann überraschenderweise eine Viruslast von über 15.000 Kopien und CD4-Zellen bei knapp 200 pro Mikroliter. Und wir stellten die Erstdiagnose einer Hepatitis B, die trotz der Therapie mit Tenofovir geringfügig replizierte. Daraufhin forderten wir eine Resistenztestung an. Es zeigte sich der Subtyp F, was nicht ungewöhnlich für Osteuropa ist. Im NUC-Bereich waren keine therapierelevanten Resistenzen. Im NNRTI-Bereich zeigten sich wahrscheinliche Resistenzen für Efavirenz und Nevirapin, keine Resistenz für Doravirin und Etravirin. Das waren ja die neuesten NNRTIs. Im PI-Bereich eine wahrscheinliche Resistenz für Atazanavir und Saquinavir, mögliche Resistenzen für die doch schon älteren Amprenavir, Fosamprenavir und Tipranavir, aber keine Resistenz für die therapierelevante Darunavir. Im Integrase-Hämmer-Bereich keine Resistenzen. Was wir aber feststellten, war eine Mutation, die Mutation T215S, ist eine sogenannte archivierte Mutation. Wir hielten dann Rücksprache mit unserer Virologie und die meinten auch, dass es sein kann, dass die Mutation unter einer Tenofovir-Therapie hervorkommen kann. Aber da die Patientin ja schon jahrelang unter der Therapie damit war, ist erstmal nichts zu befürchten. Gemeinsam mit der Virologie haben wir dann auf die robuste Therapie TDF, FTC und Dolutegravir umgestellt. Genau, das ist die Situation heute. Die Geburt ist für den 31.07. geplant. Bis dahin ist noch viel zu tun. Bestenfalls bekommen wir die Viruslast 4 Wochen vor der Geburt unter die Nachweisgrenze, um der Patientin die Möglichkeit einer Spontangeburt offen zu halten.
und wenn sie möchte, auch das Stillen zu ermöglichen. Dazu ist eine interdisziplinäre Abstimmung mit GynäkologInnen und PädiaterInnen wichtig und gemeinsam auch mit der Patientin sollte eine Entscheidung getroffen werden. Bis dahin sollte die Viruslast bei der Patientin mindestens alle 4 Wochen kontrolliert werden. Bei dem nächsten Termin Anfang Mai möchten wir eine Spiegelbestimmung der HIV-Medikamente machen lassen und gegebenenfalls eine HBV-Resistenztestung. Nach der Geburt des Kindes sollte es eine risikoadaptierte NeoPAP bekommen und eine Nachsorge in der Pädiatrie. Da sollte die HIV-PCR bestimmt werden bei der Geburt und zumindest wir bei uns im Zentrum machen das auch 3 Monate nach der Geburt. Falls sich die Patientin entscheidet zu stillen, ist auch hier ein engmaschiges Monitoring wichtig. Wir würden die HIV-Viruslast alle 4 bis 6 Wochen testen, nicht nur im mütterlichen Plasma, sondern auch im kindlichen Plasma und gegebenenfalls in der Muttermilch. Nach dem Abstillen, 6 Wochen danach, sollte eine erneute Viruslastkontrolle bei dem Kind erfolgen. Ja, ein Fall mit vielen Herausforderungen. Wir haben eine junge Patientin, die eine lange HIV-Erkrankung hat. Wir haben eine lange und unklare Therapiegeschichte. Durch die Sprachbarriere ist die Kommunikation erschwert und damit auch die Möglichkeit, eine Vertrauensbasis herzustellen. Die Betreuung erfolgte bisher in Rumänien. Sie ist jetzt auch oft in Rumänien. Das erschwert wiederum logistische Aspekte wie Termineinhaltung, Blutentnahmen. Wir haben limitierte Therapieoptionen durch die Resistenzlage einmal und durch die Schwangerschaft, denn aktuell haben wir schon die beste Therapie für sie und die virologische Suppression eilt, denn die Geburt ist schon Ende Juli. Wichtig ist nochmal die Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen, ein standardisiertes Monitoring und versuchen die Patienten so gut wie möglich in die Entscheidungsfindung auch einzubinden. Und falls jetzt unter der aktuellen Therapie es trotzdem nicht zu einem Rückgang der Viruslast kommt, bleibt dann die große Frage, welche ART-Optionen bleiben uns noch bis zur Geburt? Und nebenbei, was macht der Partner? Ist der noch HIV-negativ? Sollte man ihm eine PrEP anbieten? Ja, es sind viele Fragen in dem Fall. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe auf Fragen. Ja. Super, super Fall. Toll präsentiert. Sie sind auch direkt schon Fragen. Harriet. Ja, Harriet Langanke aus Köln. Ganz vielen Dank für die Präsentation. Ich freue mich ja immer, wenn Frauen auch als Kasuistik Resonanz finden hier. Ich hatte auch sofort die Frage, was ist mit dem Partner? Also das hat mich gefreut, dass das auf der Folie stand. Wie ist denn der Kontakt dazu, zu dem Partner? Ist der Partner auch der Vater des Kindes? Also ist der in Rumänien? Also diese ganzen Zusammenhänge waren mir jetzt noch nicht klar und scheinen mir noch mehr Herausforderungen zu sein, als da ohnehin schon stand. Aber ganz gezielt, also erstens, wie ist der Kontakt zum Vater? Welche Möglichkeiten sind da? Und zweitens, würdet ihr auch bei einer, ich sag mal, ist jetzt ganz alles erfolgreich, alles super, was läuft, die ist unter der Geburt und unter der 4 Wochen vor der Geburt unter der Nachweisgrenze konsequent, weil ihr das so gut hingekriegt habt, macht ihr dann trotzdem eine NeoPAP? Also zur ersten Frage, der Vater des aktuellen Kindes, der ist hier, der ist in Deutschland, der war auch bei dem ersten Termin dabei. Und tatsächlich ist der in dem ganzen Chaos einfach ein bisschen untergegangen. Aber er war dabei und wir wollen ihn auch zum nächsten Termin im Mai mit einbestellen und auch nochmal über die Situation sprechen. Er ist nicht der Vater des ersten Kindes. Das sind unabhängige Geschichten. Und genau, wir würden dann erstmal die virologische Situation nochmal reevaluieren und dann gegebenenfalls die PrEP verschreiben. Mhm. Und die zweite Frage war zur NeoPAP, ne? Genau. Da würde ich auch meine liebe Kollegin Annette Haber nochmal fragen. Ja, ich würde es tatsächlich empfehlen, ja.
Ja, das musst du auch gar nicht beantworten können. Das machen die Harriet und ich jetzt. Das hast du noch gar nicht so jetzt mit durcherlebt, einfach wegen der kurzen Zeit, die du da bist. Und ganz klar hast du schon mitgekriegt, die Pädiatrie gibt die Neopep und ich darf verraten, sie gibt sie in jedem Fall, auch wenn das Risiko als gering eingestuft wird. Also wir sagen ja U equals U, wenn zum Beispiel eine Frau schon vor der Schwangerschaft erfolgreich behandelt war, durch die ganze Schwangerschaft eine supprimierte Viruslast hat. So what? Wo ist dieses Risiko? Warum setzen wir da noch eine Neopep ein? Unsere Leitlinie gibt es her, dass wir in diesen idealen Fällen darauf verzichten, darf aber sagen, dass in ganz Deutschland, und da unterscheiden wir uns auch nicht, bis auf die Schweiz von allen anderen europäischen Ländern, es wird auch, wenn alles optimal läuft, eine Neopep angesetzt. Zum Glück, das muss man zumindest sagen, ist sie inzwischen kurz, 14 Tage, orales ACT, zweimal täglich, das war auch mal ganz anders, aber wenn man mich fragt, Harriet, du weißt es, ich würde sehr gerne den Kindern tatsächlich das auch ersparen. Aber das ist nicht meine Disziplin. Da sind die Pädiater eben zuständig. Nur eine ganze Reihe Fragen wegen der Zeit. Deswegen wollen wir gucken. Kurze Fragen, kurze Antworten. Lila? Du bist gemutet. Immer der gleiche Fehler. Nur eine kurze Frage. Ich habe da so ein Thema entdeckt, das mit dem Stillen interessiert mich doch sehr. Nehmen wir doch mal an, dass die Patientin jetzt die erste so probierte Viruslast hat 4 Wochen vor der Entbindung. Und das ist quasi der eine Viruslast, die wir jetzt unter 50 oder unter 30 Kopien, wie auch immer man das definiert hat. Ich habe ja ganz viele verschiedene Stillfälle gesehen und ganz unterschiedliche Zeiten von der Erstdiagnose bis zum Still. Manchmal war das ganz kurz. Immer so die Frage in die Runde, wer würde denn da jetzt stillen empfehlen oder das mit gutem Gewissen mittragen und wer hätte da eher so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es gibt nun mal nur diesen einen Viruslastwert und dann muss man entscheiden. Tja, vielleicht springe ich ganz schnell in die Bresche. Ich hätte den gleichen Gedanken, also stillen, da wäre ich zögerlich, ja. Also mir ging es jetzt erstmal darum, jetzt müssen wir die Geburt und diese Konstellation hinbekommen und da muss man das wirklich vorsichtig diskutieren. Für mich ist das nicht so die Intention, dass man sagt, das kann man da eröffnen. Kommt wirklich drauf an, wie gut kennt man die Patientin, aber wenn ich eben so gehört habe, ab und zu wieder in Rumänien und diese Umstände, mein Bauchgefühl wäre nicht so, dass mich das ruhig lassen würde. Gut, weil wir jetzt noch so viele Fingerzeige haben, gehe ich direkt, weil ich will nur die Anna Eichenberger aus der Schweiz schreibt, genau in der Schweiz verzichten wir bei supprimierte Viruslast immer drauf, dass wir das auch nochmal hier deutlich hervorheben. Aber jetzt haben wir auch noch einen österreichischen Beitrag. Bernhard, willkommen. Ja, hallo. Schöne Grüße aus Österreich. Ich hätte eine Frage bezüglich der Hepatitis B-Viruslast. Unter laufender TDF-Therapie ist das doch ein wenig ungewöhnlich. Würdet ihr das nicht auch als Zeichen sehen, dass die Einnahme nicht immer ganz, ganz regelmäßig ist? Absolut. Ja, hatten wir auch besprochen und sind auch tatsächlich, weil wir die Patienten nicht so gut kennen, vermuten wir Adherenzprobleme, aber die Patientin war einmal da und da hat sich wahrscheinlich einfach noch kein Vertrauensverhältnis mit ihr aufgebaut, dass sie einfach vielleicht noch diesen Schein bewahren möchte und einfach noch nicht sagen möchte, dass sie tatsächlich damit Probleme hat. Um sicher zu gehen, hatten wir dann für den nächsten Termin die Resistenztestung angedacht, dass wir dann zumindest virologisch dann irgendwas nachweisen können. Und genau, also wir hoffen, dass sie vielleicht sich dann noch öffnet, wenn wir sie öfter einbestellen und sich da nochmal eine Möglichkeit gibt, da dann eine Schraube zu ziehen. Zum Glück sind ja Resistenzen unter den Hoffnungen bei HBV eine absolute Qualität. Und wenn es eine geben sollte, kann man die wahrscheinlich sofort im Lancet publizieren. Rolf, bitte berücksichtige uns bei diesem Paper. Nicht, dass wir es nicht versucht hätten. Ja, Rolf. Ja, ich wollte gerade sagen, unsere Erfahrungen jetzt, irgendwie hatte ich das Glück, da in mehrere solcher Diskussionen eingebunden zu sein wegen Stillen bei HIV-Positiven. Und die Erfahrung war eigentlich immer dieselbe. Die Frauen haben die Entscheidung getroffen und man konnte die nur entsprechend begleiten, indem man gesagt hat, ja, ist nicht ganz ungefährlich.
wir werden das und das und das machen zur Überwachung. Und das hat wohl auch zur Compliance bei den Frauen beigetragen. Aber dass man dann sagen kann, wissen Sie, in den Leitlinien steht das nicht und deshalb dürfen Sie das nicht machen. Und dann sagt die, ja, ja, und weg ist sie. Gerade wenn ja so auch so Sprachprobleme herrschen. Also man kann nichts anderes machen, als da die ganzen Überwachungsmittel androhen, um die Compliance entsprechend da zu stärken. Absolut. Da sind wir auch der Meinung, dass die Kommunikation nicht von oben herab erfolgen sollte, sondern horizontal auf Augenhöhe und ja, dass wir da bestenfalls zusammenkommen und sie begleiten können und sich da auch nochmal öffnet. Also und wir hoffen. Technisch ist es jedenfalls möglich, diese Muttermilchuntersuchung zu machen. Das ist auch bei Annemarie Berger gar kein Thema, ne? Genau, die ist auch schon eingebunden. Das war auch unsere Virologin, die uns hier unterstützt hat. Okay, super. Jetzt weiß ich nicht, ob die Hand von Frau Eichenberger noch oben ist oder ob die einfach noch nicht runtergenommen ist. Frau Eichenberger, wollen Sie noch was sagen? Oder nee, tut mir leid, die ist einfach nicht runtergegangen. Oh, okay, ja. Gut, gut. Nee, dann sind wir, glaube ich, hier sozusagen auch pünktlich sozusagen an unserem Zeitende. Jetzt weiß ich nicht, da steht Lernerfolgskontrolle, weiß ich nicht, wie das gemeint ist, weil ich glaube, das ist gar nichts, ist, glaube ich, nichts vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich finde, in der Zeit zu sein, ist schon eine Erfolgskontrolle. Das ist schon eine Erfolgskontrolle. Aber ich glaube, was ich vielleicht als Quintessenz zusammenfassen darf, was man vielleicht lernt, also Fälle sind auch 2022 durchaus noch komplex. Ich glaube nicht, dass auch was uns manchmal so kommerziell ein bisschen suggeriert wird, dass man sozusagen mit bestimmten Fixierungskombinationen alle Lösungen in einer Tablette parat hat. Es gibt doch eine Menge an Individuen, die mit HIV leben, die eine bewegte Geschichte haben, unterschiedliche Patientenprofile, unterschiedliche Charakteristika und Herausforderungen an eine Therapie haben. Und was sich aber doch bewährt, ist die interaktive Diskussion im Kreis der Kolleginnen, die Hinzunahme eines Virologen oder einer Virologin, die Besprechung mit anderen Leuten aus dem Bereich, zum Beispiel jetzt im Falle der Schwangerschaft mit den Gynäkologinnen und Pädiaterinnen, die hilfreich ist. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht uns auch besinnen sollten, dass eben HIV-Therapie auch 2022 durchaus ihre Herausforderung hat, dass man aber alles im Team meistern kann. Ich fand, die Fälle waren super, die Leute haben es toll dargestellt. Ich fand, alle drei Fälle waren super spannend. Wir haben, glaube ich, viele zugelernt. Ich darf mich bei allen ganz herzlich bedanken und ja, noch einen wunderschönen Abend wünschen. Und ja, bleiben Sie alle gesund und genießen Sie die Sonne, die jetzt endlich mal rausgekommen ist, und den Frühling und die Vögelchen und die Liebe im Herzen. Also, und vielen Dank an Thank You Virology Education for setting this all up. Wonderful. Und ja, alles Gute. Dankeschön. Bis die Tage.